geplante, da habe ich jetzt vorher schon ein bisschen vorgegriffen, die Eisenbahnkreuzung in Flurgasse und Feldstraße. Ich habe dazu so viel gesagt, wie ich im Moment sagen kann. Mehr dazu im Jänner bzw. in der Gemeinderatssitzung am 17. Die Park-and-Ride-Erweiterung Bahnhof Schadendorf, wir haben dort auch ein massives Problem, weil natürlich, sobald ich nach Liebuch fahre mit dem Auto von einer anderen Gemeinde, vor allem habe ich eine Zone weniger zu bezahlen und dann nutzen natürlich viele jetzt dabei auch schon den Bahnhof in Schadendorf und dort ist beim Parken teilweise auch im Acker schon ein Chaos und ich bin auch sehr dankbar, dass wir da ein Angebot von den Anrainern bekommen haben, quasi uns dort eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Das wollen wir auch im nächsten Jahr realisieren, dass wir dort zumindest einen provisorischen Parkplatz für die nächsten Jahre anlegen, weil wir nicht wissen, wie die GKB in dem Bereich weiter tut, ob dort nicht irgendwas Größeres entsteht. Dann gibt es dort ein weiteres Rückhaltebecken in der Nähe, gleich auf dieser Wiese, um auch von der nördlichen Seite das Ortsgebiet weiter abzusichern. Das ist im Bereich der, also zwischen Mühlau und, genau, zwischen Schadendorf und Liebuch, dort wo jetzt dieser 50er ist, genau dort wo die freie Fläche ist, quasi wenn man Richtung, also wenn man auswärts fährt auf der linken Seite, diese große freie Fläche, dort soll das entstehen, damit quasi alle Unterlieger dort auf der Seite des Wassers von oberhalb der Straße kommt, auch abgefangen wird und dort retentiert wird. Ja. Moserwiesen für alle, die sich eh auskennen im Ort. Dann die Renaturierung des Liebuchbaches. Man sieht da immer wieder, dass irgendwo große Steine herumliegen. Man sieht irgendwo, dass ein Bagger herumfährt entlang von Liebuchbach und auch Lusenbach. Das ist deswegen, weil es eine Gewässerrichtlinie der Europäischen Union gibt und die setzen wir jetzt natürlich mit, um es dazu dient, dass kanalisierte Flüsse, wie es früher mal gemacht worden ist, in den 70er Jahren, wieder eine Renaturierung erfahren, dass dort wieder Fischlein und Tiere leben können und das ist jetzt durchs Rückhaltebecken oben auch möglich, dass wir das machen, weil dort diese Gefahr nicht mehr besteht. Und dann ist es uns gelungen und das bin ich wirklich froh, dass wir ein altes Objekt, das Friederhaus am Kreisverkehr, erhalten konnten. Wir haben dort einen Geschäftsbetreiber gefunden, der dort im nächsten Jahr vermutlich auch noch ein Lokal eröffnen wird und im Anschluss daran möchten wir eben auf der Brücke, die wir bereits die Genehmigung haben, einen Promenadenweg, der dort bei der Brücke über den Liebuchbach, also dort zwischen Frieda Kirche und auf der anderen Seite Kirchenwirt, dort entlang des Baches auf der rechten Uferseite wird hinauf bis zum jetzigen Sportplatz dann ein Promenadenweg entstehen, damit ich dort wirklich auch wieder zu Fuß das Ortszentrum erreichen kann, wenn dort später mal eine Wohnbebauung stattfindet. So, jetzt bin ich mit meinen Ausführungen fast am Ende. Und bevor wir dann zum Schluss natürlich zu Fragen kommen, die wir alle dann gerne beantworten, möchte ich jetzt den Herrn Raumplaner dann noch zu Wort kommen lassen, der sicher irgendeinen Stick für mich mit hat. Möchte aber vorher jetzt noch mich herzlich auch bedanken und darauf hinweisen, dass heute auch die Frau Alima Matko unter uns ist, die das Projekt Nachbarschaft Zusammenleben von Styria Vitalis, die ein oder anderen sind damit in Berührung gekommen, die hätten heute ein Treffen gehabt, ich habe gesagt, kommt bitte schon lieber zur Bürgerversammlung und macht das Treffen danach. Wir kriegen dort auch wertvollen Input und es deckt sich, Gott sei Dank, ich habe vorige Woche das Ergebnis präsentiert bekommen, viele waren vielleicht bei diesem Bürgerinnenfrühstück und haben es dort schon gesehen oder mitgearbeitet oder arbeiten noch mit. Und es sind viele Dinge wie Parks, die für uns alle im Interesse sind, es ist der öffentliche Verkehr, es sind Nachbarschaftstreffen, also es sind Dinge, die in unser aller Interesse sind und ich bin jedem Bürger, der das macht, weil es haben wir ja schon ein paar so auch, ich weiß zwar nicht, warum man den Begriff Kretzeltreff bei uns verwendet, das kommt mir ja so wienerisch vor, mir ist so ein Nachbarschaftsfest lieber, aber es haben schon welche stattgefunden und ich freue mich wirklich, dass sich die Bevölkerung auch selbstständig untereinander vernetzt und natürlich gibt es da seitens der Gemeinde auch jederzeit eine Unterstützung und wer da noch Fragen hat, kann das im Zwiegespräch auch gerne lösen. Jetzt muss ich nur noch einmal auf meine anderen Unterlagen schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja genau, eins habe ich vergessen. Franz, bevor du drankommst, muss ich da jetzt ganz kurz noch einmal was sagen, weil das habe ich natürlich vergessen. Und zwar, weil es eben auch so ist, dass man da, muss ich auf Google Maps jetzt sagen, ihr habt ein Flugblatt alle erhalten, es hat ein mehr als deutliches Voting, weit der 90% gegeben für das neue Sportzentrum. Und ich kann dazu nur sagen, dass die Planung dahin geht, dass wir zuerst das alte oben verkaufen werden, wenn die
Gesprächen Widmung jetzt abgeschlossen ist, weil es einfach finanziell sonst nicht machbar ist. Das heißt, die Vorgehensweise wird sein, dass wir im Jahr 2020 die sämtlichen Grundstücke erwerben und das alte verkaufen wollen und im Jahr 2021 bauen und spielen oder 21 spielen. Ich traue es mir nicht sagen, ich glaube, wir können alle in die Zukunft schauen, umso schneller, umso besser. Wir wollen da wirklich auch was für die Jugend schaffen, was mehr als nur Fußball spielen ist, sondern auch für viele andere eine Freizeitmöglichkeit bietet. Und ich kann Ihnen nur noch einmal zeigen, wo es ist. Ich habe vorher schon gesagt, diese Einödstraße wird die hauptsächliche Autozufahrt sein, die vom Industriegebiet ausgebaut kommen wird. Es soll in diesem Bereich, weil wir natürlich auch da extrem auf den Naturschutz geschaut haben, wir haben dort mit der Frau Dr. Simbeni, die dort alles untersucht hat, schon für das Industriegebiet und jetzt auch für das Sportgebiet, wir sind gesegnet, hat sie gesagt, mit einer der höchsten Würfelnattern-Populationen, die es überhaupt gibt. Man kann das negativ sehen, wir haben es aber positiv gesehen. Wir haben gesagt, was können wir tun, um unsere Idee trotzdem zu realisieren? Und sie ist mit Vorschlägen gekommen. Wenn man redet, kommt man zusammen und so ist es auch im Gemeinderat, im Gemeindevorstand, im Bauausschuss. Wir werden einfach mit allem, was bebaut wird, an einer Versiegelung an der Nähe der Autobahn bleiben, die sowieso kein wertvolles Gebiet mehr ist, von wie es gesagt wird. Das heißt, wir werden versuchen, im oberen Bereich Parkräume zu schaffen, wir werden im unteren Bereich versuchen, die Fußballplätze und die anderen Sporteinrichtungen zu schaffen. Wir werden versuchen, eine Badestelle zu definieren, weil es natürlich da auch um Kosten geht. Eine Badestelle ist im Unterschied zu einem Badesee noch selbst zu benutzen, das heißt wirklich eigenverantwortlich. Dort darf jeder selber hingehen und dort darf jeder selbst verantwortlich sein, was er tut. Ich brauche keinen Bademeister und keine Hygieneaufsicht. Es ist einfach so, wie es früher war, wie die Kinder dort in der Kleinach gespielt haben vor 20 Jahren. So werden sie künftig in einem Teich, in einer teichartigen Badestelle schwimmen dürfen. Und es wird aber nicht zu einer Überbelastung und einer völligen Ausufern für die Gemeinde führen, sondern es wird einfach möglich sein. Und so werden wir sukzessive dort unten weiter planen. Und man sieht schon, es ist dann lustig, wenn etwas passiert, wie bei einer der letzten Besprechungen, wenn vom Umweltschutz her auf einmal gesagt wird, ihr kennt es aber, wenn sie das dann mit den Abständen zum Kainach, wo die Würfelnatter wohnt, schwer ausgeht, dann könnt ihr zurück ein Stück weit aufgehen, weil ihr könnt jetzt ja den Agenbach, wo eh nicht Wasser ist, drauf verlegen. Und bei dem Status sind wir jetzt gerade, dürfen wir das, wird es umweltrechtlich wird's befürwortet, wird es von Gewässerseite auch befürwortet, dann entsteht dort unten ein eindeutig größeres Gebiet, aber wie gesagt, das ist eine Zukunftsvision für die nächsten 2-3 Jahre, die wir auf jeden Fall realisieren wollen, weil es nicht mehr anders geht. Es ist oft die Frage gekommen, warum muss der Sportplatz weg? Der Sportplatz oben muss weg. Das ist nicht ein Spezifikum von Liebach. Das dauert bei uns relativ lang schon, diese Dinge. Und ich will mich da nicht in irgendwas, wir sind ein Gemeinderat, der in die Zukunft blickt. Wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Wieso, weshalb, warum? Wir wissen, wir müssen dort weg. Und wer vor 3 Monaten mal gesehen hat, am Schauplatz in Hitzendorf, ist genau dasselbe. Wir leben in einer Zeit, wo Sportplätze nicht mehr zu einem Wohngebiet passen. Das ist so, das ist überall in ganz Österreich so, das ist sogar in Wien so. Und wir tragen dem Rechnung. Und wir haben künftig, und deswegen verhandeln wir ja mit der GKB über diese anderen Lösungen, dafür, wir werden dafür sorgen, dass ich aus dem Ortszentrum wirklich fußläufig mit dem Fahrrad verschiedenste Möglichkeiten haben werde, dieses Sportzentrum zu erreichen. Und der Hauptautoverkehr soll, wie gesagt, von außen kommen und nicht zusätzlich irgendwen belasten. Gut, soviel jetzt noch dazu. Im Anschluss sind, wie gesagt, Fragen zulässig. Jetzt frage ich zuerst meine Kollegen, ob ihr noch über die Fragen was sagen wollt, oder habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr jetzt noch irgendwas dazu sagen, bevor ich dem Herrn Franz das Wort erteile? Ja. Eine Frage hätte ich schon an den Bürgermeister, du musst bei mir bleiben. Und zwar, Stefan, wenn da das Sportplatzzentrum kommt, wie wirst du da die Einödstraße schützen können? Das ist eine Frage, die oft an mich herangetragen wurde. Diese Frage habe ich zuerst nacherwartet, aber natürlich, was heißt schützen? Ich muss ein bisschen mehr ausholen vielleicht und einen kurzen Eindruck schildern, wir waren jetzt gerade wieder unterwegs und haben
für unseren Ballgarten verkauft, da reden wirklich ganz viele Leute an, wenn man unterwegs ist. Und ich glaube, die Gemeinde wäre saniert. Ich glaube, das könnte die Feuerwehr bei ihren Hausbesuchen mitmachen, das könnte das Rote Kreuz, die Musik und alle anderen, die so von Haus zu Haus gehen, mitmachen. Wenn jeder von uns eine Wohnstraße verkaufen könnte oder einen Verkehrsspiegel oder eine Bodenschwelle, die dann nach ein paar Monaten wahrscheinlich lästig wird, weil sie scheppert, verkaufen könnte, dann hätten wir ordentliches Plus in der Gemeindekasse. Es ist nur leider so, dass erstens können wir Wohnstraßen nicht so einfach verordnen und zweitens will jeder nur dort, wo er daheim ist. Dort hätte jeder gerne eine. Überall sonst hätte er nämlich schnell fahren gern und sehr schnell. Es ist leider so, dass viele, nicht einmal wenn es ein Hund, ein Kind oder irgendwas anderes sehen, wo man sagt, das könnte unberechenbar sich losreißen oder weglaufen, nicht einmal dort mehr runtergehen, wenn ein 30er ist von einem 50er. Aber das ist ein generelles Problem. Aber wie gesagt, wir können nicht dort, wo es Verkehrszeichen, Verkehrsregeln, gesetzliche Bestimmungen gibt, immer noch eins draufsetzen. Weil dann darf sich keiner mehr von uns irgendwo bewegen. Wir müssen dafür sorgen, und das hat jetzt in den letzten Tagen auf Facebook irgendwer mal ein Video aus Kanada geteilt. Ich brauche jetzt vom Gemeindeamt keine Druckknopfampel, wenn es das bei uns gäbe. Dort gibt es, glaube ich, keine gesetzliche Vorgabe. Da sieht man, dass ein Schulbus stehen bleibt und alle Autos rund um diese Kreuzung, die bleiben stehen. Und zwar in einem Abstand von 20 Metern. Dort fährt keiner weiter, weil es selbstverständlich dort ist. Dort haben sich die Leute gewöhnt daran, dass sie einfach stehen bleiben, weil dort Kinder aussteigen. Bei uns bremst leider keiner mehr. Wir machen auf den Hauptverkehrsadern wie der Bundesstraße Gehsteige zusätzlich, damit das nicht passiert. Wir machen aber nicht auf jeder Gemeindestraße einen Gehsteig. Erstens einmal kriegen wir die Grundstücke nicht und zweitens einmal dort, wo ein Gehsteig ist, ist auch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit nachgewiesen, dort fordern wir noch schneller, weil da ist eh ein Gehsteig. Da gebe ich dann erst richtig Gas. Das heißt, wir schauen, dass wir neuralgische Punkte uns anschauen, wie die Ausfahrt bei der Flurgasse. Wir schauen, dass man dort, wo es gesetzliche Bestimmungen gibt, und deswegen die Einrichtstraße ist bitte eine der wenigen Straßen, also eine uralte Verordnung, die du heute für eine andere Straße gar nicht mehr kriegst, gibt, weil sie wirklich nur einseitig bevorbar ist. Ich habe es heute wieder mir angeschaut. Du kommst, wenn einer Tür entgegenkommt, muss einer von den zwei zurückfahren. Es geht sich nicht aus. Und selbst dort fahren Leute durch, obwohl eindeutig steht, ausgenommen anreiner Verkehr. Aber ich kann nicht noch ein viertes Gesetz erfinden, eine fünfte Tafel auf ihn hängen. Dort darf keiner fahren, der dort nicht diesem Status entspricht. Das heißt, ich kann die Straße nicht mehr schützen, als das, was diese Straße geschützt ist. Das heißt, dort haben wir, so dass keiner fahren darf, wenn sie die Leute nicht dran halten, dann, ich weiß es auch nicht, wir können die Polizei aufstocken. Dafür kann ich mich einsetzen, ich bin, dass wir an jeder Kreuzung einen stehen haben. Ich bin mir nur sicher, dann werden auch wieder einige unzufrieden sein, weil dann wird es viele erwischen, die gar nicht damit rechnen. So, aber bevor wir jetzt weitere Fragen aus dem Publikum vorhin beantworten, darf ich jetzt an den Franz Raderschitz, unseren Raumplaner, übergeben, der heute, wie gesagt, einen kurzen Einblick gibt, den wir uns dann in der detaillierten Betrachtung des neuen Flächenwidmungsplans am 20. haben wir für den am 15. Jänner geben wird. Er gibt uns jetzt die Vorbereitungen und sagt uns aus rechtlicher, fachlicher Sicht, was haben wir die letzten anderthalb Jahre so gemacht, und ich darf dir das Mikro übergeben. Danke. Sehr viel von unserem Thema der Raumplanung hat der Herr Bürgermeister schon vorweggenommen, wie zum Beispiel die Entwicklung im Industriegebiet West, neuen Sportplatz. Es geht heute nur darum, dass ich Ihnen vielleicht die Grundzüge dessen, was wir uns überlegt haben. Wir haben wirklich sehr lange daran gearbeitet. Viele vom Bauausschuss, die mit uns das sehr lange durchdiskutiert haben, sehr genau, sind ja hier. Ich bin nur die Hälfte der Raumplaner der Gemeinde. Wir haben nämlich eine Arbeitsgemeinschaft, der Architekt Nussmüller und ich. Der Architekt Nussmüller ist krank und liegt daheim. Ich möchte Ihnen jetzt den jetzigen Entwicklungsplan zeigen, den jetzigen Flächenentwicklungsplan. Die örtliche Raumplanung beschäftigt sich mit der räumlichen Entwicklung der Gemeinde und besteht aus drei Elementen, die vom Gesetz wegen vorgegeben sind. Das ist das örtliche Entwicklungskonzept, der Flächenentwicklungsplan und die Bebauungspläne. Obwohl das grundsätzlich eine Gemeindeplanung ist, eine alleinige Gemeindeplanung, also nur im Entwicklungsbereich der Gemeinde, hat die Gemeinde natürlich nicht freie Hand, sondern sie muss ihren
gesetzliche Vorgaben halten und an Verordnungen, die eben vom Land vorgegeben werden, an Regeln, wie zum Beispiel die Vermeidung von Nutzungskonflikten und so weiter und so fort. Wir haben in Liboch, man sieht das jetzt in diesem Plan, recht einen kompakten Siedlungskörper, der allerdings eben noch sehr viele Lücken hat. Es gibt einen sehr großen Siedlungsdruck, das ist vielleicht ein Grundthema, mit dem sich der Bau- und Raumordnungsausschuss jetzt über eineinhalb Jahre beschäftigt hat und wie man mit dem umgeht. Es ist dadurch, dass Liboch so einen hervorragenden öffentlichen Verkehr hat, sehr gute Versorgung hat, die Nähe zu Graz als Vorteil aufweisen kann, ist eine Entwicklung durchaus sinnvoll. Es ist im Nahbereich von Graz, das kann man nicht auf Gemeindeebene steuern, die Nachfrage groß, dass die Leute sich ansiedeln, und Liboch hat dafür sehr gute Voraussetzungen. Die Gemeinde hat sich bemüht, wir alle haben uns bemüht, das irgendwie so in den Griff zu kriegen, dass der Gebietscharakter, der jetzt nicht mehr ganz ländlich ist, sondern zunehmend vorstädtisch wird, dass er trotzdem bewahrt bleiben kann, und haben eben verschiedene Festivals getroffen, die allerdings dann Thema im Jänner sein werden. Ich habe das Bild jetzt noch immer erinnert, weil man eben das sieht, was der Bürgermeister angesprochen hat, diese Verlegung von dem